Der nicht-deterministische endliche Automat ist fast gleich definiert wie der deterministische endliche Automat. Er ist auch ein 5-Tupel mit Q, Sigma, Delta, Q0 und F. Q als endliche Zustandsmenge, Sigma als endliches Alphabet, Q0 als Startzustand und F als Menge der akzeptierenden Zustände. Der Unterschied ist die Transitionsfunktion und die Totalität. Und zwar bildet hier der Definitionsbereich mit Q Kreuz Sigma in die Potenzmenge von Q ab und nicht in Q. Das bedeutet, man könnte zum Beispiel für eine Transition Q, A mehrere Ergebnisse haben. Das heißt, darin könnten die Elemente sein. Es geht ja jetzt hier um die Potenzmenge. Zum Beispiel von Q0 mit A nach Q0. Man könnte aber auch nach Q1 gelangen, man könnte auch nach Q2 gelangen. Wie auch immer. Das wäre ein älteres Beispiel. Hier zum Beispiel wären die Funktionen Q0 und A nach Q, Q0 und A nach 1, Q0 und A nach 2. Das wäre hier alles kein Problem. Außerdem hatten wir beim DEA gesagt, weil er total ist, brauchte diese Übergänge hier. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und zwar, weil es keinen Unterschied machen würde, ob diese beiden Transitionen da sind oder nicht. Sie würden uns die Sprache nicht erweitern. Wie kann man sich jetzt so einen NFA in der Praxis vorstellen? Das ist ja irgendwie unrealistisch. Der DEA funktioniert ja ganz einfach wie ein Algorithmus. If, then, else. Also beim DEA wäre es dann quasi, if Zustand ist Q0 und Eingabe ist A, also Eingabe auf einem Band, das halt eingelesen wird, then geh zu Zustand Q0. Hier hat man jetzt aber mehrere Möglichkeiten. Und zwar, das ist ja auch nur ein theoretisches Konstrukt, und zwar geht es darum, zu raten. Das heißt, wenn man das jetzt wirklich in echt implementieren würde, dann müsste man irgendeinen Algorithmus finden, der den richtigen Weg ratet. Das heißt, es gibt hier keine eindeutige Lösung, sondern es können mehrere Lösungen bzw. mehrere Wege können hier zur Lösung führen. Und welcher das genau ist, das muss man, ja, wie gesagt, raten. Oder man kann sich auch vorstellen, dass es hier irgendwie eine allwissende Maschine über dem Ganzen gibt, die zufällig jedes Mal genau den richtigen Weg ratet.